Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Als Arzt weiß ich, gesunde Menschen gibt es nur auf einer gesunden Erde. Wir haben lange Zeit gedacht, wir können uns mit viel Geld aus der Umweltbedingtheit des menschlichen Wohlergehens herauskaufen. Das ist Unsinn. Corona hat uns das gezeigt. Gerade gehen unglaublich viele Energien in die Corona-Krise. Dabei ist das eigentlich eine Folge des Umgangs mit der Erde. Die Coronaviren sind deswegen auf den Menschen übertragen worden, weil wir die Lebensräume, die Habitate von Wildtieren brutal zerstört haben. Und mein Anliegen ist es, als Arzt diese Themen verständlicher zu machen. Denn kommunikativ haben wir die letzten 30 Jahre immer schon gewusst, was die Diagnose ist, aber sie hat nicht zu politischem Handeln geführt. Deswegen versuche ich, Bilder zu finden, die den Menschen näher gehen. Wir müssen nicht das Klima retten, sondern uns. Und wenn man von der Erde als Mutter spricht, wenn man statt Ökosystemdienstleistung sagt, wir leben von dem, was die Erde uns schenkt, das ist unsere Mutter, biologisch, physikalisch und spirituell betrachtet, dann verstehen die Menschen auch, wenn die eigene Mutter im Krankenhaus wäre, auf der Intensivstation, dann würden wir alles stehen und liegen lassen und uns genau um diese Priorität kümmern. Deswegen sage ich, keine Panik, aber oberste Priorität, unsere Mutter ist krank, sie hat Fieber, das Fieber steigt und wir selber wissen, die Ursache verhindern können nur wir Menschen. Ich habe ja auch die Scientists for Future gegründet mit der Idee, diese ganz einfachen Muster bekannter zu machen. Blau ist kälter, rot ist wärmer. Es wird verdammt nochmal heißer. Heute an einem Septembertag ist es viel zu heiß und viele dachten, ach komm, 1-2 Grad wärmer, schick. Nee, ist es nicht. Als Arzt weiß ich, der Unterschied zwischen 41 Grad Körpertemperatur und 43 Grad ist kein quantitativer, ist ein qualitativer. Das ist der Sprung über die Klinge. Es gibt kein Säugetier auf der Erde, was 42 Grad Körpertemperatur aushält. Und deswegen ist 42 Grad auch Außentemperatur ein medizinischer Notfall. Bevor wir uns über die Therapiemaßnahmen unterhalten, muss erstmal die Diagnose ganz, ganz klar sein. Und da wünsche ich mir auch von der Politik, dass sich, wie bei Corona auch geschehen, die Kanzlerin, der Präsident und alle Minister hinstellen und sagen, shit, wir haben das Problem echt unterschätzt. Wir haben viele wertvolle Jahrzehnte vertan, aber jetzt ist es uns ernst. Wir priorisieren das in allen Ebenen. Und ich glaube, ohne den Druck von der Straße, von der nächsten Generation, die weiß, dass ihr das viel, viel mehr noch zu schaffen machen wird, wäre auch das Klimapaketchen nicht zustande gekommen. Aber ich glaube nicht an Homöopathie, ich glaube nicht an kleine Dosen, sondern zum Beispiel an einen wirksamen CO2-Preis. Und der liegt nicht bei 20 oder 25 Euro, sondern, wie andere Länder das vormachen, deutlich über 100. Umweltbundesamt sagt auch, über 600 Euro ist eigentlich der Schaden, den das CO2 anrichtet. Das heißt, als Arzt weiß ich, dass unsere Mittel begrenzt sind und deswegen werde ich, je älter ich werde, umso politischer und umso lauter.